Herzlich willkommen im Yoga-Zentrum Jena bei Yoga Stilvoll zum Chakra-Yoga. Ich bin Gabi. Und ich bin André. Im heutigen Video geht es um das erste Chakra, das Wurzelchakra bzw. Muladhara-Chakra. Das Thema hier ist Erdung, also der Kontakt zum Boden. Vereinfacht gesprochen, fühle ich mich wie Blatt im Wind? Alle wollen was von mir, ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Oder fühle ich mich wie ein Baum, wie ein Fels? Hier bin ich bin verwurzelt, ich bin da. Und im Hatha-Yoga hat man die Erfahrung gemacht, wenn man das im Körperlichen übt, also den Körper verwurzelt, ist dann auch der Geist verwurzelt. Wir werden also in den Übungen viel Kontakt zum Boden aufbauen, Stabilität erzeugen, körperlich. Und das sollte dann auch im Geist für eine gewisse Zentrierung und einen Fokus sorgen. Also am Ende führt es in dieser Haltung, ich bin hier, ich weiß, was ich will, ich mache das in meinem Tempo. Ja, und dann geht's los. Beginn in der Stellung des Kindes, also auf der Matte, schiebt die Hüfte weit nach hinten Richtung Fersen. Streck die Arme locker nach vorn, leg gern die Stirn ab und dann spür schon mal deinen Körper, jetzt vor allem mal auf das Gewicht, das dein Körper hat. Ja, die Erde zieht dich an und das Gewicht geht dadurch immer wieder zum Boden. Wir machen die erste Bewegung und zwar ganz einfach, es geht immer mit der Einatmung in den Vierfüßler und mit der Ausatmung wieder zurück in die Stellung des Kindes. Im Fluss, in deinem Tempo, einatmen kommt zum Vierfüßler, ausatmen zurück zum Kind. Verbinde dich gut mit dem Boden, die Hände, die Beine gut mit dem Boden verwurzelt, dass du wirklich durch das Drücken in den Boden nach oben kommst und dich wieder entspannst, indem du dich zum Boden sinken lässt. Wenn du das nächste Mal im Vierfüßler angekommen bist, schieb dich nach hinten in den abwärts schauenden Hund, bring also eine lange Streckung in den Rücken. Wenn du magst, kannst du die Beine noch mobilisieren, also abwechselnd ein Knie beugen, die andere Ferse zum Boden schieben. Gut, dann komm gut im Hund an, die Hände fest in die Matte gedrückt, den Rücken lang nach hinten oben verlängert. Es geht nach vorn ans vordere Mattenende. Lauf einfach nach vorn mit den Füßen bis zwischen die Hände. Streck dich mit dem Rücken nochmal lang nach vorn und lass dich sinken. Mit der Einatmung streck dich nach vorn. Mit der Ausatmung lass den Oberkörper sinken. Dann beug die Knie etwas weiter. Komm in Utkatasana mit der Einatmung nach oben aufgerichtet. Bleib hier, lass die Atmung fließen. Drück mit den Füßen wieder fest in den Boden. Das Steißbein etwas gesenkt, der Oberkörper nach oben weit. Atme in dieser kraftvollen Haltung. Drück noch mehr in den Boden, richte dich nach oben den Stand auf. Lass die Arme sinken. Wir mobilisieren die Füße, um sie auch ein bisschen besser zu spüren, roll nach vorn und hinten. Und dann noch nach innen und außen. Gut, dann verwurzel die Außenkante der Füße, also die äußere Ferse, Kleinzehbein und auch den Großzehbein. Also die Außenkanten und der Großzehbein sind fest im Boden verwurzelt. Aktiviere die Körpermitte, also ziehe den Bauchnabel leicht nach innen, sodass du nach unten Kraft aufbaust, dich quasi in den Boden abdrückst und dann weich nach oben weitest. Jetzt machen wir etwas anspruchsvoller, es geht in die erste Gleichgewichtspose, den Baum. Dafür verlagere dein Gewicht auf den rechten Fuß, bring den linken zum Standbein, das kann am Knöchel sein, das kann am Knie sein, das kann gerne auch am Oberschenkel sein.
Find dir ein gutes Maß, die Hände wahlweise vor der Brust geschlossen oder gehoben, wobei der wichtige Punkt die Verwurzelung nach unten ist. Wieder die Außenferse, Kleinzehbein, Großzehbein drücken, fest in den Boden. Die Körpermitte leicht nach innen gezogen, der Oberkörper eher weit und eher weich. Dann löse auf. Wechsel auf die zweite Seite, also Gewicht auf links. Der rechte Fuß geht ans Standbein. Verwurzel dich wieder in den Boden. Es ist wirklich ein Gefühl von Wurzeln schlagen. Großzehbein, Kleinzehbein, Außenferse. Ja, so ein bisschen wackeln ist immer dabei in Gleichgewichtshaltung. Das ist nicht vermeidbar. Das ist die Art und Weise, wie der Körper die Balance findet. Atme hier im Baum. Nach unten verwurzelt, nach oben weich, nach oben weit. Gut, dann löse wieder auf. Der Fuß ist wieder am Boden abgesetzt. Die zweite Gleichgewichtshaltung geht etwas höher hinein. Greift ihr das linke Knie mit beiden Händen vor dem Körper und drückt das Standbein nochmal kräftig in den Boden, richtet den Oberkörper auf und dann geht das linke Knie zur Seite. Achtet darauf, dass der Unterrücken lang bleibt. Als Variante, man kann das linke Bein auch strecken, also mit der linken Hand die Zehen fassen, das Bein zur Seite wegstrecken. Wobei der Fokus wieder auf der Balance liegt. Drück in den Boden, richte dich auf, bleib. Von hier eine Drehung, bring das Knie wieder nach vorn, greif mit der rechten Hand das linke Knie und drehe mit dem Oberkörper nach links auf. Ja, auch der Blick geht nach hinten. Von der Balance nochmal eine andere Herausforderung. Okay, es geht wieder nach vorn, zieh das Knie nochmal weit nach oben ran. Und stell das linke Bein wieder ab. Analog auf rechts, greif dir das rechte Knie mit beiden Händen, zieh es aktiv nach oben ran und drück das Standbein in den Boden. Behalt wieder die Aufrichtung in der Hüfte, bring das rechte Knie nach außen und komm in diesem Stand an. Nach unten verwurzelt, nach oben weit und atmen. Geh doch hier wieder in die Drehung, bring das Knie nach vorn, greif mit der linken Hand das rechte Knie, richte dich mit dem Oberkörper noch mal ein wenig nach oben auf, dreh langsam nach rechts auf, also der rechte Arm geht nach hinten, die rechte Schulter geht nach hinten. Also drück in den Boden hinein, schaff nach oben weiter und atme. Richte dich wieder nach vorn aus, zieh das Knie noch einmal heran und dann stell den rechten Fuß wieder ab. Von hier geht's in die Vorbeuge, dafür streck die Arme nochmal lang nach oben und mit der Ausatmung komm weich in die Vorbeuge, die Hände neben den Füßen, Knie etwas angewinkelt. Bau hier einen sehr kraftvollen Stand auf, indem die Füße in den Boden hineindrücken, sich wirklich gut verwurzeln und gleichzeitig der Oberkörper lockert. Richtig gut mit der Erde verbunden, der Oberkörper gleichzeitig ganz weich, ist eher ein Feeling von Hängen, von Länge werden, von weich werden. Auch dein Schultergürtel darf sich entspannen, dein Nacken darf sich entspannen. Lass die Atmung fließen, während die Beine kraftvoll verwurzelt bleiben. Es geht zu Utkatasana, die Füße gut im Boden verwurzelt und geschlossen. Heb dich mit der Einatmung wieder nach oben in Utkatasana, die kraftvolle Haltung. Bring die Hände vor dem Brustbein zusammen, verlängere den Rücken, klemm den linken Ellbogen entweder zwischen die Knie oder außen vor das rechte Knie, um nach rechts aufzudrehen.
Also sehr kraftvoll im Boden verwurzelt. Im Oberkörper lang, die Hüfte nach hinten verlängert, der Brustkorb nach vorn verlängert. Und eine gute Drehung, die rechte Schulter führt die Drehung im Oberkörper. Im Nacken die Drehung wohlig, also schau, dass der Nacken weich bleibt. Und atme. Dann der Seitenwechsel, dreh zurück und dreh auf links, das heißt der rechte Ellbogen zwischen den Knien oder außen vom linken Knie abgestützt. Dreh nach links oben auf. Auch hier komm an, verlängere deinen Rücken, schieb die Hüfte nach hinten, zieh den Brustkorb nach vorne, atme. Es geht wieder zur Mitte zurück, Utkatasana, die Arme nach oben gestreckt. Und dann löse zum Stand auf, lass die Arme sinken. Dreh dich nach rechts, es geht in einer Grätsche weiter. Das heißt, die Füße sind weit auseinandergestellt, zeigen erstmal parallel nach vorn für Prasarita Padottanasana, die Grätsche. Dafür stützt die Hände vorn ab, also eine Vorbeuge mit langem, weichem Rücken. Wichtig ist wieder die Kraft in den Beinen. Also drück mit den Füßen in den Boden. Auf die Weise können die Sitzbeinhöcker die Hüfte nach hinten oben streben, während der Oberkörper entspannt. Gut, verlängere den Rücken nach vorn. Du kannst die Hände in die Leistenbeuge bringen, komm ganz nach oben in Stand. Es geht weiter mit dem zweiten Helden. Dafür dreh den rechten Fuß nach außen, dass der mit der Außenkante parallel zur Matte steht. Dreh den linken Fuß einwärts. Wahrscheinlich musst du den Abstand etwas vergrößern zwischen den Füßen. Das rechte Knie ist angewinkelt über die Ferse. Der Oberkörper aufrecht. Die Arme seitlich in der Ebene der Beine. Bleib hier im zweiten Helden. Atme und verwurzel dich. Also drück mit den Füßen in den Boden hinein. Du kannst sie sogar leicht aufeinander zuziehen, als wenn du so auf einer rutschigen Unterlage stehst und so einen leichten Gegenimpuls geben willst. Der Seitenwechsel, dafür streckt das rechte Bein wieder ein wenig. Dreh mit beiden Füßen nach links, also linke Fuß auswärts, der rechte leicht einwärts. Linke Knie ist wieder genau über der Ferse ausgerichtet. Bring Kraft in die Beine, verwurzle dich, so eine Art erdbebensicherer Stand. Im Oberkörper schön weit, die Arme seitlich, der Blick geht nach links. Wenn du unten extra Kraft reinbringst, kannst du oben weicher werden. Die Erdung nach unten gibt dir oben Leichtigkeit. Wieder der Wechsel nach rechts, also linke Bein wieder gestreckt, richte dich auf, dreh weit nach rechts, rechte Fuß ist auswärts gedreht, linke Fuß etwas einwärts gedreht, rechte Ferse und Knie im Lot. Diesmal zieh dich weit nach rechts in die seitliche Winkelstellung, also stütze dich mit dem rechten Arm ab, bring den linken Arm schräg nach oben in die Streckung und atme. Wieder gut verwurzelt, drück kräftig in den Boden. Stabilisiere die Körpermitte, Bauchdecke rein. Wenn der Rücken es okay findet, kannst du sogar sehr viel kraftvoller arbeiten, indem du den rechten Arm auch schräg nach oben streckst. Immer noch atmen und lächeln. Dann stützt den rechten Arm wieder ab. Komm wieder hoch in den zweiten Helden. Der Seitenwechsel, also das rechte Bein wieder gestreckt. Dreh die Füße wieder nach links. Linke Fuß parallel zur Matte nach außen, rechte leicht einwärts gedreht. Linke Knie angewinkelt. Und dann zieh dich auch hier weit nach links. Stütz dich auf dem Oberschenkel ab, bring den rechten Arm schräg über den Kopf. Die seitliche Winkelstellung wieder sehr kraftvoll nach unten. Die Körpermitte stabil, der Oberkörper weit. Atme. Wenn es okay ist für deinen Rücken, auch das Knie sich nicht beschwert, kannst du den linken Arm auch nach oben strecken. Sehr kraftvolle Haltung. Bitte so, dass du weiter atmen kannst. Drück vor allem mit dem linken Bein kräftig runter.
Okay, dann zum Auflösen stütze ich links wieder ab. Es geht zum Hund, bring beide Hände vorn zum Boden. Streck dich zum abwärts schauenden Hund nach hinten oben. Dann strecke das rechte Bein nach hinten oben. Es geht zum ersten Helden. Dafür schwing das Bein lang nach vorn, stell es zwischen die Hände. Hinten die Ferse kannst du gehoben lassen, das linke Knie leicht angewinkelt lassen. Richte dich nach oben in den ersten Helden auf. Vor allem steh kraftvoll nach unten. Erst wenn du das hast, wenn du unten stabil stehst, komm oben in die leichte Rückbeuge. Und atme. Noch einmal einatmen. Ausatmen, stützt die Hände vorn auf der Matte ab. Schritt nach hinten, es geht wieder zum abwärts schauenden Hund. Bring das Gewicht auf den rechten Fuß, streck dein linkes Bein nach hinten oben und mit Schwung bring den linken Fuß nach vorn. Der erste hält links, wieder das linke Knie angewinkelt. Das rechte Knie bleibt weich, die Ferse gehoben. Richte dich nach oben auf. Wichtig ist wieder der stabile, sichere Stand. Also drück mit den Füßen in den Boden. Es ist wie ein Festhalten am Boden. Die Körpermitte stabilisiert. Der Oberkörper schön weit. Atme hier noch einmal ein. Und mit der Ausatmung bring die Hände nach vorne auf die Matte. Streck dich wieder nach hinten zum abwärts schauenden Hund. Von hier beug dann beide Knie zum Boden, komm in den Vierfüßler und zurück in die Stellung des Kindes. Mach's dir bequem, du kannst gern die Stirn ablegen, gern auch auf die Hände oder Fäuste. Es geht weiter wieder im Tiger, dafür bring die Hände nach vorn, komm in den Vierfüßler und bewege wieder fließend den Rücken, also immer einatmend in den Pferderücken oder die Kuh. Immer mit der Ausatmung geht es nach oben in den runden Rücken, den Katzenbuckel. In deinem Tempo, ausatmen Katzenbuckel, einatmen Pferderücken. Mit dem Fokus, dass du dich gut zum Boden verbindest. Hände und Beine halten dich quasi an der Erde fest. Dadurch kann die Bewegung im Rücken weicher werden. Also ein Drücken nach unten gibt dieser Bewegung mehr Stabilität und damit dem Rücken mehr Geschmeidigkeit. Und wenn du das nächste Mal in der Stellung des Pferdes bist, schieb dich zurück in die Stellung des Kindes. Lass hier los. So, es geht nochmal in einer Bewegung aus dem Sitzen. Dafür richte dich auf, nimm dir gegebenenfalls eine Decke für die Knie als Polster. Ist ganz einfach, immer ein Wechsel aus einer eher engen Haltung mit der Ausatmung und einer weiten Haltung mit der Einatmung. Wenn die Knie es okay finden, im Wechsel vom Fersensitz ausatmend, einatmend nach oben in die weite Kniestand. Kannst du gerne auch in einem beliebigen Sitz machen. Also komm erstmal in dieser Bewegung an, immer einatmen, Weite schaffen, nach oben, gerne eine leichte Rückbeuge strecken. Ausatmen wieder zurück, leicht eingerollt, vollständig ausatmen. Diese Bewegung lebt wieder von der Erdung, indem du dich mit dem Boden verbindest, den wirklich spürst, den Kontakt zum Boden. Wenn du dich nach oben aufrichtest, wirklich nach unten drückst, das schenkt dir die Aufrichtung. Und in der Ausatmung, wenn es zurückgeht, dich wirklich zum Boden wieder sinken lässt. Aus, wieder lösen. Also noch einmal ein, weit strecken. Aus, wieder lösen. Und dann
beenden wir noch mit einer Meditation. Dafür such dir nochmal einen bequemen Sitz, gern mit Polster, mit einem Sitzkissen. Richte dir den Sitz angenehm aufrecht ein. Lass deine Augen zufallen. Komm im Sitz an. Mach dir erst bewusst, dass unter dir die Erde riesengroß ist. Eigentlich unvorstellbar groß. Die Erde ist unglaublich schwer und sie zieht uns immer an. Das ist im gewissen Sinne ein Glücksfall, weil wir dadurch immer eine Art Stabilitätsanker haben. Wir sind immer mit der Erde verbunden, können quasi, wenn wir die Erde spüren, uns da so ein Stück weit ankuscheln, die Stabilität der Erde übernehmen. Kannst du dir das richtig vorstellen wie einen Baum, dass du Wurzeln in den Boden schlägst, dich dort gut verwurzelst, dich weich nach oben aufrichtest, sodass selbst wenn mal eine Brise durchs Geäst geht, du im Oberkörper nur eine weiche Bewegung hast, an sich aber immer stabil mit dem Boden, mit der Erde verbunden bist. Diese körperliche Verankerung nach unten gibt dir auch im Geist eine Verankerung. Gelassenheit, diese Präsenz in hier im Jetzt. Das wird alles leichter, wenn du dich im Körper nach unten verwurzelst, nach unten verankerst. Für den Abschluss dieser Meditation bring nochmal die Hände in Namaste Mudra vor dein Herz. Empfange ein Lächeln. Öffne wieder deine Augen. Ja, diese Übung kannst du in den Alltag ganz leicht mitnehmen. Du brauchst eigentlich nur kurz Zeit, deinen Körper zu spüren, was du für ein Gewicht hast und vor allem, wie das Gewicht mit dem Boden verbunden ist. Also, wie ist der Kontakt zum Boden im Sitzen, Stehen oder Liegen? Und allein dadurch bist du weg aus dem Geist, dann grübelt man nicht so sehr, dann spürt man sich, spürt den Kontakt zur Erde und diese Stabilität. Ist eigentlich ganz leicht, kann man fast immer machen. Du kannst die Stunde gern noch in dir nachklingen lassen. Wir freuen uns auf dein Feedback, eine E-Mail, einen Kommentar. Ein Like oder am besten gleich den Kanal abonnieren. Gut, die Yogamatte, das Outfit-Yoga-Zubehör findest du wie immer bei Yoga Stilvoll. Wir verabschieden uns und sagen bis bald. Danke und tschüss.